Ja, hallo, liebe Freunde. Wir machen weiter mit unseren spannenden Interviews und Petra ist heute zu Gast bei uns. Mein Name ist Ruth Görschen. Wir sind hier im Institut für psychologische Dienstleistungen und ich freue mich, dass Petra da ist. Petra Coll Exposito, Feng Shui-Expertin und Präsidentin der International Feng Shui Association. Ja, das vergesse ich manchmal alles, was für Aufgaben und Pflichten ich habe, gell? Ja. Aber das ist deshalb so, weil wenn ich bei mir zu Hause bin oder auch im Büro, da fühlt sich alles so gut an und da denke ich mir, ach, das ist alles gar keine Arbeit, Ruth, das ist alles nur Spaß und Fun. Sag mal, wir hatten uns ja vorgenommen, dass wir heute mal das Thema Schlafzimmer noch mal ansprechen und Partnerschaft. Hast du da Tipps für unsere Zuschauer, wie man da vielleicht mehr Harmonie reinbekommt mit Möbeln, mit Bildern, mit was man sonst noch machen könnte, Pflanzen oder? Ja, also da gibt es eine ganze Menge Tipps. Also erst könnte man zum Beispiel die Möbel sehen. Also man sollte immer ein Bett haben, wo man auf beiden Seiten reingehen kann. Und wenn man Single ist, natürlich sollte es ein Doppelbett sein. Weil manche Singles haben dann das Bett so direkt an die Wand gestellt und können nur auf einer Seite rein. Das bedeutet ja auch symbolisch, dass man den anderen gar nicht möchte. Also besser wirklich auf beiden Seiten ins Bett reinkommen. Und ich finde, die Bilder machen eine ganze Menge aus. Also das ist ja immer in unserem Unterbewusstsein, sind wir sowieso mit allen und jeden und mit jeder Emotion, die sich auch gerade im Raum befindet, verbunden. Das würde jetzt bedeuten, wenn du jetzt ein Bild aufhängst von einem traurigen, trostlosen Wetter und da ist vielleicht noch eine trostlose Frau darunter, dann bedeutet es, das könnte was mit dir selbst zu tun haben. Oder diese Gothic-Kalender, ne, mit den Mädchen, wo mal so Blutstropfen sind und die schwarz Ja. angezogen sind, die sehen zwar irgendwo gleichermaßen traurig und wunderschön aus, aber lieber nicht im Schlafzimmer, Nicht im ne? Schlafzimmer, Oder vielleicht vielleicht lieber nicht. gar nicht in Du, der. wenn es der Geschmack ist, okay, aber ich würde halt immer sagen, im Schlafzimmer dann kann man ja ruhig so ein Gothic-Mädchen haben, aber dann bitte fröhlich und vielleicht mit jemandem zusammen. Also beim Feng Shui Also ein geht es Paar, ja ein ein Paar, Paar, ein Pärchen, immer. genau, immer ein Pärchen. Also das ist schon der erste Hinweis, wo man sagt, also einmal von beiden Seiten ins Bett gehen, auf jeden Fall ein Bild auswählen, was die Emotionen erfreut und erhält und was man sich auch wünscht. Also in den Bildern kann man ja immer sehr gut ausdrücken, was so der gerade jetzt der momentanige Wunsch ist. Und du kennst es ja, wünsch dir was und dann geht es in Erfüllung. Aber wenn du dir immer dann vor deinen Augen hast, ein trauriges Mädchen ganz alleine, dann kannst du dir das wünschen in dein Unterbewusstsein, wie du möchtest. Das kommt dann einfach nicht zum Tragen. Also das heißt, wenn du dir das dann wünschst, dann musst du das von außen auch manifestieren. Und das kann man eben am besten durch die Bilder, eben durch ein Pärchen. Ja? Das wäre zum Beispiel ein guter Tipp für Singles. Ja, und nicht die Füße Richtung Tür, oder ist das Nein, Aberglauben? das ist ein bisschen Aberglauben, das hat damit zu tun, weil man ja früher die Toten nur von mit den Füßen zur Tür rausgetragen hat. Also sollte man nicht wirklich machen, aber es ist kein Problem. Manchmal sind die Zimmer eben so geschnitten und man hat eine bestimmte Himmelsrichtung, die man einfach bevorzugen sollte. Das kann man natürlich auch berechnen. Dann würde ich das lieber bevorzugen, weil es wie, ja, die Füße kann man dann schon mal zur Tür zeigen lassen. Das ist nicht das Problem. Okay, dann bedanke Ja. ich mich bei dir, Du Petra. dank dir Toll, auch, dass ich da und sein wir konnte. verabschieden uns. Tschüss. Ciao.